Ein herzliches Willkommen zurück bei World of Warcraft und wieder mit dabei der Dalu und die Xteria. Juhu! Hallo! Hi. Wir waren gerade auf dem Weg, wohin waren wir eigentlich unterwegs? Zu diesem Runenstein, genau, ne? Zum Aufladen, die Verteidigung wiederherstellen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja. Rennen wir da weiterhin. Waren wir ja fleißig schon auf dem Weg. Da hinten ist er auch schon am Horizont zu sehen. Ja. Das ist wie ein neues Spielzeug, ne? Das hört man direkt. Nee, ich musste, weil die Aktionsleisten wechseln sich ja, wenn ich in eine andere Stance gehe und neue so. Fähigkeiten werden nicht in beide gezogen. Deswegen musste ich gucken, was noch fehlte. Ah. Ihr habt damals Nachtelfen auch gespielt? Hattet ihr einen Nachtelf-Charakter? Ja. Also ihr auch die Nachtelf-Krankheit und seid immer gesprungen? Ja. Ja. Mit der schönen Rolle. Wie viele Saltos habt ihr hintereinander geschafft? Du konntest das ja erzwingen. Vier, meine ich, habe ich hingekriegt. Du konntest ja, wenn du genau dann gesprungen bist, wo du gelandet bist, hat er automatisch nochmal einen Salto gemacht. Richtig, genau. Vier Stück habe ich geschafft. Weiß es gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich hatte einen Nachtelfjäger. Von daher kenne ich das auch. Und einen Nachtelfschurken. Ja, ich meine Druiden. Ja, ich habe ja auch meine Druiden. Das ist ja mein Manager. Das ist der Stein? Ja. Das ist der Stein, genau. Dann müssen wir gleich diesen energieerfüllten Kristall anwenden. Hast du eigentlich auch immer dieses Redebedürfnis, wenn du mit deinen Druiden spielst? Das Redebedürfnis? Ja. Inwiefern? Genau, das wollte ich. Also eigentlich. Wenn ich meine Druiden spiele und irgendwie unterwegs bin mit einer Innie, mit Leuten im TS, dann muss ich immer reden. Immer quatschen. Okay. Immer schön ansagen. Kenn ich jetzt so nicht. Kenn ich so von früher aus dem Raid irgendwie, dass man dann eben ansagen musste. Schon? Ach so, von wegen, ja. Ich weiß, was du meinst. Die BR, Cooldown und so weiter. Ja, so genau. Das ist schon echt übel gewesen, was man da mal erzählen musste. Und seitdem habe ich immer so das Bedürfnis, jedem zu erzählen, wie weit meine Cooldowns sind. Ja, mittlerweile braucht man das ja zum Glück nicht mehr. Nee. Mittlerweile gab es ja sogar Addons, die dir angezeigt haben, wie lange die anderen noch Cooldown haben. Ja, richtig. So eine Anzeige ist aber auch gar nicht mal so schlecht. Die gibt es nämlich bei Star Wars The Old Republic, wo du siehst, wie lange deine Fähigkeiten einen Cooldown haben. Ja, das habe ich auch als Addon. Also das hat die Theorie doch auch, da sind doch die Zeiten dann drauf. Ja, genau. Gehen doch die Sekunden runter. Na, das war's schon. Wir müssen jetzt zurücklaufen. Was haben wir denn da oben? Die Feier ist nie zu Ende. Oder müssen wir irgendwann nochmal zurück? Weil sonst bleibt die da hängen. Nee, ich glaube nicht, dass wir zurück müssen. Lass uns doch erst das oben fertig machen. Würde ich auch machen. Ja, weil wir könnten ja rein theoretisch schon wie heißt das? Geisterrande? Geisterlande. Weil so langsam werden die Mobs hier alle grün. Der ist gelb. Ja. Nee, grün. Ja, okay, ja, das ist Level 8. Ich habe immer noch keine Berufe gelernt. Nee? Ich auch nicht. Ich habe noch keinen Lederer gefunden. Nein, den findest du, glaube ich, nur in der City. Hm. Oh, ich kann schon meine Armschienen verzaubern. Gleich mal machen. Ich nehme überhaupt schon welche. Ja. So. Da drüber. Muss man da noch Sachen kaufen für? Oder? Ja, ja. Ich habe nämlich nur das Feuerwerksbündel. Ja. Musst du kaufen. Also bestimmte Häppchen und Sonnentropfen. Genau. Oh, guck mal. Das ist schön. Den hab ich noch nicht. Ich hab schon einen Schößling, also einen Baum. Was denn? Mörder! Den wollte ich in meiner Sammlung haben. Irgendwann wächst er zu einem großen Baum und dann wird der uns angreifen, wenn wir hier vorbeilaufen. Quatsch.
die Gefahr direkt erkannt. Den werde ich mir gleich sammeln. Den habe ich mich noch gar nicht, glaube ich. Wie sammelt man die? Jetzt muss man die jetzt auch zählen? Nee, die Nein, Haustiere sind da. Wie, die kann man sich so jetzt mitnehmen? Ja. So wie Pokémon. Genau, und mein dann, Gott. Die fängst du dann ein, per Käfig. Genau, und den hast du jetzt kaputt gemacht. Das mache ich gleich. Wie sich das geändert hat. Guck, ich hab so einen. So einen roten. Nee, ich hab noch keinen. Den werde ich mir auf jeden Fall gleich holen. Das wäre auch bestimmt sehr interessant für die Zuschauer. Mal gleich so einen Pokémon-Kampf in Anführungsstrichen mal vollziehen. Unsere Feinde werden fallen. Der Tag der Angst. Schon eine Folgequest. So, wo ist jetzt der Händler? Wo kriegen wir das? Ich glaube, hier oben ist irgendwo ein Gastwirt oder so. Eine Quest. Ja. Eine Quest können wir annehmen. Anaria Schola. Hier. Waren. Da war es nicht drin? Nein. Nee. Kann man verkaufen, ich habe so viel Mist in der Tasche. Ist eine Idee. Wer hatte noch irgendjemand was mit Kräuter? Nee. Alchemie, oder? Ja, eher. Alchemie. Gut. Dann schicke ich dir da mal die Kräuter per Post, die ich so einsammle. So, was suchen wir hier? Wir verkaufen gerade erstmal. Suchen wir Gastwirt. Ich habe eine Erdwurzel. Brauchen wir ja nicht? Ich hab auch Erdwurzel und Friedensblume. Ich habe auch leichtes Leder schon ergaunert. Kann ich dir gleich auch mal geben. Ich glaube, hier gibt es keinen Gastwirt. Hier gibt's was. Eigentlich schon. Speis und Trank. Eiskalte Milch. Nee, da ist aber nicht das dabei. Nee, irgendwie. Wir müssen nach Silbermond, steht doch im Questtext. Aber hat er doch hier angezeigt. Echt? Und bei der Zuflucht der Waldwanderer, da müssen wir Brachtkatzenhäppchen kaufen. Aber warum zeigt es dann hier an? Ja, eben, hier müssen wir die Häppchen kaufen, aber das Gebräu gibt's in Silbermond. Aber habt ihr jetzt einen Händler gefunden? Nee, noch. Alles hat seinen Preis. Wie heißt denn der Händler, der das verkauft? Steht das da? Das dachte er mir im Questtext nicht. Hm. Geh mal nach oben gucken. Ja, das kann auch vielleicht eine Möglichkeit sein, dass der oben ist. Hier ist auf jeden Fall noch eine Quest. Habt ihr die schon geholt? Nee, noch nicht. Alter, ich bin auch auf der falschen Seite. Ah ja, gut. Ja, hier ist nix. NPC oben, glaube ich, ja. Ja. Nichts gefunden. Irgendwo wird er ja wohl sein. Jetzt nochmal alle durch. Nee, das sind Bögen. Die Allianz kam und haben die umgebracht. Nee, ja. Die stehen hier schon alle irgendwie. Ich bin der Meinung, dass das... Eigentlich Speis und Trank normalerweise. Eigentlich ja. Ich habe einzigartige Waren. Nee. Moment. Doch, ich habe sie gefunden. Wo? Der hat die. Zweite Seite und dann das zweite von links oben. Genau, diese Keule. Genau. Ja. Für den Sonnenbrunnen. Echt, ey, ich hab zweimal durchgeguckt, hab's auch nicht gesehen. Warte, ich bin mal eben hier. Ach, scheiße, genau, ich brauch noch eine scheiß Rune, eine Kupferrune. Womit krieg ich die denn? Ja, ja. Meinst du Kupferrute? Ja, genau, Rute, Entschuldigung. Rune. Handwerkswaren, aber die hat hier keiner. Nee, die hat hier keiner. Muss man später noch. Wir müssen machen. Ja eh gleich noch nach Silbermond dann rein. Ja, ja, ne? Genau. Ja, da können wir die Berufe lernen. Genau, und dann auch gleich die Sachen da fertig machen. Wahnsinniger Drachenfalke. Seht, wie wütend er ist.
Da ist noch so eine Borke. Hm? So ein kleiner Baum. Wo? Oh. Nein, war nur ein Spaß. Doch, da ist einer. Nicht rechts, aber oh, ich glaube, den greift jemand an. Nein, den greift keiner an. Den will ich haben. Komm her, Schätzelein. Was passiert, wenn ich hier mit dem Bierfass abwerfe? Boah, ich muss meinen Bären umtauschen. Der ist Level 11, der macht ihn ja so platt. Welches Level hat der? 1? Der hat Level 2. 2, ja. Erstmal wechseln. Ich habe alle noch so die hohen. Wie viele Pets kann man denn auspacken? 3. Kämpfst immer mit 3. Ach, ich kämpf gegen. Ach, man kämpft gegen den Baum. Ja, genau. Ja. So, jetzt erstmal einsammeln hier. Ja! Ich hab einen. Glückwunsch! Yay! Ich würde das so gerne mal sehen. Das ist jetzt meiner. Das war ein gewöhnlicher. Pennt der? Ja, der steht immer da und pennt und dann irgendwann läuft er weiter. Hey, komm mit! Was nicht, pennen. Wie funktioniert das dann? Wenn ich jetzt einen Zehn würlen würde. Ja, du musst ihn halt so ein bisschen runter. Nein. Wie komme ich überhaupt in dieses Menü rein, sozusagen, also dass du, ich gegen ihn kämpfen muss? Öffnest deine Haustiere erstmal und ziehst dir eins rein. Du kannst erstmal nur ein Haustier benutzen. Genau. Das ziehst du dir in diese. Du hast ja diese Kampfhaustierplätze. Da machst du das rein. Und dann gehst du einfach auf die Viecher, auf die Kleinen da. Die haben dann so eine Tatze. Wenn du die. So eine grüne Tatze, genau. Genau. Dann klickst du die an und dann kommst du automatisch ins Kampfmenü. Stehe ich neben ihm und jetzt bin ich in dem Haustierpad. Muss ich jetzt irgendwie Kampf finden oder irgendwas? Nee, einfach nur anklicken. Nein. Nur anklicken. Kampf finden, das ist dann PvP mit Haustier. Wenn ich ihn anklicke, den Baum, dann töte ich ihn. Nein. Du machst einen Rechtsklick, so wie ich jetzt gerade. Genau. Wenn ich. Und dann. Den bringe ich jetzt um mit meinem Bären. Zack, ist der tot. Und hab somit gewonnen. Du kriegst dafür auch noch EPs. Also wenn ich auf den Baum ziele, hat er ein Schwertsymbol. Und bei Rechtsklick greife ich an. Dann hast du kein Haustier in deinen Haustierplatz eingewiesen. Ja, du musst ein Haustier einweisen. Muss man nicht auch überhaupt das Talent, Haustierkämpfe zu machen, kaufen? Natürlich, du musst doch erstmal anfangen. Du musst erstmal zum Lehrer, das machst du genau. Dann nachher. Da sagst du was. Da gibt es ja auch diese Folgenquests. Ne? Genau. Pro Gebiet kannst du ja immer einen herausfordern, einen NPC. Ja. Und ja, gewinnst du dann gegen ihn, kriegst du bestimmtes Equipment für deine Tiere. Genau. Und wer zum Säubern, damit die glänzen oder was auch immer. Also ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, denn das macht süchtig. Ja. Wie gesagt, ich war Ewigkeiten unterwegs, glaube 2 Wochen oder so, nur mit Haustiere. Ja, so schlimm war es bei mir noch nicht. Mein höchster ist, glaube ich, Level 11, ja. Also ich habe 3 25er, glaube ich, jetzt. Ah, damit lockt man die Frauen WoW weiter zu spielen. Ja, genau. Könnt ihr nie mitwürfeln mit irgendwas drauf? Oder seht ihr es überhaupt? Ja. Ich mach immer ganz normal auf Gier. Ja, klar. Ich auch. Auch das Zeug nicht. Also von mir aus kann ich das auch entzaubern, oder kannst du die Sachen haben? Ja, gerne. Also krieg ich entzaubern und gut. Denn ob wir das nur verkaufen oder du verzauberst, ist ja letztendlich egal. Ich muss erstmal meine Route haben. Ja. Was sagt die Zeit? Ja, wir haben noch 5 Minuten. Ja. Du hast doch ein Ziel, Mensch. Stell dich nicht so an. Das ist der Kristall hier? Ja, ich deaktiviere schon. Sollte für uns alle zählen. Ja. Müssen wir jetzt noch weiter nach oben, ne? Ja, genau. Ja. 3 Kristalle müssen wir deaktivieren. Eine Quest. Jo.
So, haben wir alles. Können wir hier über die Kugel runter. Kugel ich wollte gerade sagen, man kann die doch runter teleportieren. Ja. Wo war das Buch? Also die Quest mit dem Buch? Hier in die andere Richtung. Ja, hinter uns. Da können wir auch erstmal gleich weitermachen. Ja, würde ich auch sagen. Wir müssen sowieso wieder hinlatschen. Ja. Die andere Richtung müssen wir sowieso gleich. Ja. Quest. Jetzt müssen wir diese Geister hier vernichten. Toll, wir haben schon alle umgebracht. Ja, fast. Gibt's noch so, ja, Rahmenbombs. Wollte gerade sagen, hab einen Rahmenbomb gefunden. Ja? Mhm. Cool. Hey, cool. Ja, die hat man eigentlich recht. Fragen, ob es überhaupt noch gibt. Auf Pandaria auf jeden Fall. Ja, die sind an jeder Ecke irgendwie, das ist schon nichts Besonderes mehr. Also ein Klassikwagen, nicht nur ein paar, die da haben können, das sind natürlich die üblichen. Ja. Na, drei Stück noch. So, fertig. Ja. Nee, meinst du es noch nicht fertig? Moment, ich habe auch noch nicht ganz fertig. Irgendwas fehlt mir da noch. Ja, die Würms, die Mana-Schlange. Okay. Ja, genau, Beine. Zwei Stück von denen. Bestie. Den muss nicht. Oben hängt einer. Da. Geradeaus. Ja. Zwei Stück. Ja, dann haben wir die doch. Jetzt fertig. So, ich glaube auch, dass wir jetzt Schluss machen. 5 Minuten müssen schon lange. Ja, abgeben können wir das noch. Das ist euer Begehr. So. Tada. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt, das Trio ist wieder auf Achse. Genau. Bis dahin, tschüss. Bis dann, tschüss. Ciao.